So, moin Leute und herzlich willkommen wieder in der Welt von Fallout. Es geht sofort weiter, ich gönne mir nur kurz einen Schluck Pepsi. Also, dann kann es jetzt auch weitergehen. Na, was für ein Guido haben wir denn da unten rum, Ehren? Ach, ein Ghoul. Naja, mein Gott, meinetwegen haben wir hier irgendwas. 7 Kronkorken, Mensch. Da kann ich mir aber viel von leisten, du. Für leisten, von leisten, ja klar. So, warte mal, warte mal. Da war schön jetzt Munition für. Das ist gut. Munition dafür. Nur da erstmal zu treffen, ohne das richtig, noch nicht geskillt zu haben, ist ein bisschen kacke. Ich merke aber gerade, ich bin gerade auch so ein bisschen zu blöd dazu. Aber wir brauchen auf dem Kopf sowieso nur einen Schuss. Also von daher. Da kommt auch schon der nächste Patient. Guck mal, den haben wir auch so schon weggekriegt. Das ist auch kein Problem. Und wir müssen da vorne, da ist nämlich dann links in dieser weißen Wand, müsste da der Eingang sein. Stange Zigaretten, die nehmen wir mal mit. Ja, dann wollen wir mal. Ah, da ist wieder ein Ghoul. Was ich letztes Mal gemerkt habe, so. Wieso ich da nicht nie vorher drauf komme. Also die Helligkeit kann ich wieder runterstellen. Habe ich gemerkt, das macht bei euch keinen Unterschied. Die Musik kann etwas lauter. Die hört man nämlich fast gar nicht. Hallo, Mr. Ghoul. Ja, ich verbrate hier wieder Munition. Ich weiß, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist mir egal. Nein, ich nehme jetzt mal wieder die Pistole. Die reicht sowieso eigentlich vollkommen bei den ollen Ghoulen. So, eingestürzter Autotunnel. Ne, da müssen wir gar nicht hin. Wir müssen. Ei, komm ich hin? Komm ich hier irgendwo hoch? Hallo? Ja, das ist jetzt natürlich blöd, sag ich mal. Was? Dupont Station. Ein eingestürzter Autotunnel. Keine Ahnung. Tumal Outpost. Doch, das müsste, meine ich, aber richtig sein. Wenn wir hier durchgehen, dass wir dann da irgendwo rauskommen. Ja, weil hier, wie ihr da seht, er zeigt hier was an. Ich kann zwar auch da rausgehen, aber er zeigt mir als zweiten Weg da, dass ich hier lang gehen kann. So, hier in dem Autotunnel, ich weiß ja nicht, hier ist bestimmt ein Party. Mann, ja, hier, Dupont. Jetzt sind wir doch an der Dupont Station. Das war jetzt nur der Gang nach oben. Genau, so. Ja, jetzt sind wir nämlich hier, genau. Ich speichere mal. Hier waren, meine ich, aber nur zum Hauptteil Kakerlaken. Also, ist mir das doch egal. Sollen sie kommen. Ach nee, ich weiß, was hier war, ich weiß, was hier war. Und wie mir gerade einfällt, was hier war. Hahaha, hier waren Supermutanten, fällt mir gerade wieder ein. Wenn das richtig ist, wenn das richtig ist, ne? Warte mal. Ich meine. Ja, sag ich ja. Zwei Supermutanten. Voll auf die Fresse. Schmerz! Er ist tot. Er gesagt, die beiden. Ach Mensch, Level up. Ah, ist das nicht schön? So. Ja, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ja, Sprache ist soweit auch ganz okay. 18 Punkte haben wir. Da mache ich jetzt mal ohne Scheiß, mache ich voll auf Reparieren, weil das bringt mir gleichzeitig auch Angriff und die letzten drei auf Fälschen.
Weil, wenn die Waffen halt in einem besseren Zustand sind, machen die halt auch mehr Damage, ne? Logischerweise. So, was haben wir denn hier? Schatzsucher. Finden Sie in Behältern wesentlich mehr Nuka-Cola, Kronkorken als sonst? Naja, Revolver, solange Sie eine Pistole oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit einer Hand zu bedienen. Härte, mit dem erhalten Sie weitere 10% auf Ihre gesamte Schadensresistenz bis zum Maximum 85. Blutiger Tod, genau. Mit der Eigenschaft Blutiger Tod fügen Sie mit Ihren Waffen 5% mehr Schaden zu. Das ist sehr lecker. Und ich weiß immer noch nicht, ich vergesse das immer. Ich wollte schon nachgucken, ob ich das Spiel überhaupt auf Uncut habe, weil ich meine aber nicht. Ich meine nicht. Da muss ich das nämlich noch umstellen, weil das sonst ein bisschen lame ist, sagen wir, ne? Wir wollen schließlich sehen, wie so ein Kopf abfliegt oder zerstückelt oder so. So, jetzt können wir wieder hier, guck mal, die Jagdflinte. 18 Schaden, weil sie halt qualitativ hochwertiger ist. Genauso mit dem Sturmgewehr, da können wir jetzt auch schön ein paar rausmachen. Das lohnt sich dann halt auch. Das ist. Man hat nicht mehr so viel zu tragen, habe ich jetzt. Also, ja. Gut. Ach, ich muss da. Da, okay. So, kommen wir jetzt ein Leck. Sorry. Na, da kann ich ja nicht zu, also ich kann sorry sagen. Bist du Penner? Ich hab mal gerade so gekillt. Ich wollte jetzt nämlich kein Gewehr. Weil ich weiß, dass da jetzt. Mann, ich muss mir. So. Weil da jetzt gleich so ein Heckenpenner auch wieder kommt. Den gebe ich einfach mal schön Header. Hallo. Da. Hat zwar einen Hut auf, aber. Bam! Nee, ein Cut ist nicht drin, da spritzt kein Blut, nichts. Ja, dann werde ich das in der nächsten Folge mal ausbessern. Weil so ist das Spiel definitiv nicht so witzig. Sturmgewehr, das können wir auch mitnehmen. Munitionskiste. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, nur Müll. Aber hier haben wir eine Dampfanzeige. Was soll ich bitte schon damit? Das meine ich auch zwar für zum Bauen von manchen Waffen, aber ja, ne? So, zack, ist das auch auf. Pfeile 22, 5 mm Schuss. Für die. Ne, 5 mm ist. Ne, das ist nicht. Ne. Das war für die Minigun und sowas, meine ich. So, wir müssen jetzt gleich irgendwie hier mal Ecke gehen oder so. Das Schloss knacken wir auch. Okay, das war jetzt richtig fail. Das war richtig fail. Doch. 10 schon. Wenig, wenig. Redaway. Aha, Klammer. Redaway Stimpack. Alles mit Redix. Eine Menge Drogen. Das freut mich. Die kann man nämlich schön verkaufen. Ja. Hast du? Nö. Hast du nur Müll? Ach, da kommt jetzt schon wieder einer. Eieiei. Genau hier sind wir. Jetzt fällt es mir wieder ein. Da sind ganz, ganz viele Miniguns an der Decke. Also so Geschütztürme. Ah, ja. Das ist richtig scheiße, ist das. Das ist richtig kacke, Leute. Muss ich gleich mal gucken. Ich habe ein paar Minen, ich habe ein paar Granaten und mal sehen, was sich damit einrichten lässt, sag ich mal. Also erstmal nehme ich seine. Okay, die 32er brauche ich nicht. Eine Kronkorkenmine, die macht natürlich sehr viel Damage, aber so eine brauchen wir eigentlich gar nicht. Eine Splittermine. Da habt ihr auch schon gerade ein paar Miniguns entdecken können. Ich hoffe mal, dass hier gleich diese Spacken hochgeeiert kommen. Na, guck mal, der erste ist schon weg. Da reicht eine Mine für. Also, ja, da unten sind aber noch mehr. Und die Geschütztürme, die sind die größte Scheiße. Weil die machen richtig Aua.
Ja, sag mal, wo bleibt ihr, Heckenpenner? Da kommt einer. Der wird sich gleich über einen Header freuen. Ja, geht doch. Den anderen kralle ich mir so. Den hole ich mir so. Trotzdem, ich mache nochmal ein Safe Game, weil ich will möglichst vermeiden, von der Minigun getroffen zu werden. Da ist. Ach, das sind ganz schwache. Okay, ich wusste nicht mehr, welche das waren. Drei Schuss mit der Jagdflinte. Da merkt man, das sind jetzt keine besonderen. Zack, ist die Minigun auch weg. Nachladen. Und dann, ich glaube, das war's an Miniguns. Wieso sage ich immer Miniguns? Das sind Geschütztürme, Mann. Und wo ist der Penner? So, du hast auch einen Header. Ich hau mal zwei Stimpacks einfach mal rein. Ich weiß zwar nicht, ob da jetzt noch was, ich sag mal, Gefährliches kommt, aber. Mein Gott, ne? So, die Minen wieder mitgenommen. Mal hier in den Schränken rumgucken. Stange, Zigaretten. Ja, ne, also. Ja. Ja, da brauche ich nichts mehr. Die ganze Munition mitnehmen. Die Schachtel Zigaretten. Und ja, dann kommen wir hier auch gleich dahin, wo wir hinwollen. Also zu dem Museum da. Vier Schlag. Das ist Müll. Eine Flasche. Oh, nö, hier ist gar nichts mehr. So, was haben wir hier? Service-Bereichstor. Ah, jetzt sind wir unten hier in dieser Ghoul-Kanalisation. Sturmgewehr, da reparieren wir wieder ein paar Sachen. Zack. Zack. Und ein toter Raider mit einer abgesiegten Schrotflinte. Ja, die ist aber scheiße eigentlich. So, hier sind ganz viele Minen. Hier muss man richtig aufpassen. Das ist nämlich... Ja, jetzt habe ich eine Granate ausgelöst. Ja, sag ich doch. Da muss irgendwo ein Bindfaden gewesen sein. Ich habe nur dieses Pium gehört. Dieses Reißen des Fadens. Und dann weiß ich schon Bescheid. Metro Central. Ah, hier ist auch Big Party. Schön, dass du auch gut triffst. Ach ja, endlich haben wir eine Kampfflinte. Mein Gott. Eine vernünftige Schrotflinte. Die Kampfflinte ist eine automatische Schrotflinte einfach. Mit einem sogar ganz recht guten Magazin und guten Schaden. Aber ich habe gerade schon gesehen, die ist jetzt nicht im allerbesten Zustand. Aber es ist eine gute Waffe. Also da kann man echt nicht meckern. Also die ist, muss man echt sagen. Also zack, jetzt haben wir... Drei super gute Sturmgewehre, na super gutes übertrieben. Haben wir hier die Kampfflinte. Schaden 32 bei diesem Zustand. Das ist, wie soll ich sagen, sehr nett. Wo ist denn da? Da ist die Kampfflinte. Die kommt auf 1. Das haben wir auf 2. Auf 3 haben wir die 10 mm und die Jagdflinte. Auf 4 ist momentan nichts. Ja, da brauchen wir auch nichts. Joa, aber abgesägte Schrotflinte haben wir 2. Die abgesägte Schrotflinte macht zwar Schaden, aber die ist erstens total langsam, weil man muss bei jedem Schuss nachladen. Und, die, ey, zielen kannst du damit vergessen. Da muss der Gegner direkt vor dir stehen. Also wirklich direkt. Das ist schon...
Man kann sie verwenden, aber naja, empfehlen würde ich es jetzt nicht, sag ich mal. So, immer die ganze Munition hier mitnehmen. 556er Schuss für die Jagdflinte, meine ich. Nee, das war jetzt. Ey, wieso vertausche ich momentan alles? Das ist ja schlimm. Und ja. Wo ist denn. Das hat mich nämlich gerade gewundert. Auf 4, die, wo ist es hier? Sturmgewehr. Ja, so. Mein Gott. Ja, ein bisschen radioaktiver Müll hier. Hallo Julia. Und du bist weg. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, mit einer schönen Jagdflinte einfach mal einen Header geben, dann ist so ein Ghoul auch weg, also. Die sind halt nicht wirklich stark. Menschenfleisch, lecker. Nee, du, das brauche ich nicht wirklich. Das muss ich nicht haben. Nee. Boah, hier ist nichts. Ist hier irgendwo so ein Penner von Google? Da hinten irgendwo vielleicht. Und da muss sie nicht hin. Und hier ist sowieso jetzt nichts Besonderes. Da haben wir einen Ghoul. Zack, so geht's auch. Nette Flinte. Die ist sehr, sehr genau. Für. Aber die ist sehr, sehr laut und das war jetzt. Nicht so das Schlauste, würde ich mal sagen, ne? Aber naja, gut. Komm her. Soll denn der gut sein? Ist der hinter der Treppe oder was? Keine Ahnung, das interessiert mich auch nicht wirklich. Also, dachte, der ist wahrscheinlich hier oben. Über mir. Naja. Soll er sein? Ich gehe weiter. Das interessiert mich alles doch gar nicht. Mensch. Oh. Das wollte ich gar nicht. Hunde. Oh, 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 oh. Mensch, hallo, 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 mein Freund. Na, wie geht es dir? Oh. Mann. Und noch ein Ghoul. Oh, 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 oh. Oh. Ein streunender wilder Ghoul. Der ist ein bisschen besser drauf. Zweimal mit der Kampfflinte direkt in die Fresse. Aus der Nähe ist so ein Typ hier auch weg. Naja. Zwei Haarklammern, das ist für Letsch. Naja, Hundefleisch benötige ich nicht wirklich. Ja, die Pistolen sind schon genauer. Momentan noch. Südländer, 16 Kronkorken. Da wurde uns aber, du, was gegönnt, was gegeben. Ne. Wo sind wir denn hier? Noch ein Hundi, der uns nicht gehört, gesehen hat. Hat nicht mitgekriegt, dass seine Freunde von uns gegangen sind. Und der nicht tot ist. So ein scheiß verkackter Hund ist irgendwie zum Teil übel stark und flink. Alter. Noch so eine Pistole. Au! Hier ist, soweit ich weiß, kommt man hier zum Außenposten, zu einem Außenposten von der stählernen Bruderschaft. Wenn ich jetzt weitergehe, meine ich doch. Das sieht man nämlich immer hier an diesen
Tumal Outpost. Ja. Ach, hier müssen wir auch hin. Hahaha, ich dachte, das ist erst links. Ja, aber wir sind fertig, also ganz am Ende. Hallo! Ah, ich komme, ich renne jetzt nur noch mit der Kampfflinte erstmal durch. Hier ist jetzt gerade keiner direkt vorne. Vorkriegsgerach, ach, egal. Ja, da kloppen sich gerade Raider mit Ghule. Soweit ich das höre und mitkriege. Ach ja, stimmt. Kasip. Auch sogar ein streunender wilder Ghule. Und komm. Ja, schön. Eigentlich wäre schon längst der Kopf weggeflogen komplett. Oder sogar in alle Einzelteile durch einen kritischen Treffer. Aber naja, kein Uncut halt. Das merkt man. Pfeile, Grockner der Barbar. Koffer, Stockbett, ja. Ja, okay, da meinetwegen lang. Mistan. Alter, wie kannst du aus... Junge! Renn doch nicht weg, mein Junge! Ja. Sag mal, wo müssen wir denn hier? Wo müssen wir denn hier? Wo müssen wir denn hier? Hier ist gleich irgendwo der Ausgang. Der Ausgang! Der heilige Ausgang! Ja, da vorne. Auf, hinter! Ach, da ist schon wieder so ein Perverser. WTF! Ach, da unten. Ich dachte gerade, woher kommt der denn? Woher krieg ich bitte schon Schaden? Ach, eine 10 mm zum Reparieren. Wir haben gleich, ja, scheiße, Munition und so. Ich mache hier einfach einen Schnitt. Wir haben es geschafft, wir sind hier durchgekommen und sind jetzt dann auf dem Platz vor dem Museum, ne? Ja, ne, ja, ja, geschafft. Naja, bis denn, ne?